Hallo meine Lieben und willkommen zu Tür 17 des Adventskalenders. Ja, wie immer alles da. Und ja, es geht direkt los. Wieder mal mit dem IKEA Adventskalender. Die 17 ist hier unten. Und ja, wieder kein Bild. Und das hier sieht aus, als wenn hier oben eine Haselnuss drin wäre. Nach vorn her. Aber vielleicht ist es auch nur so gemacht. Ja. Ja, keine Nuss drin. Lecker. So. Nach Schnecken weg, die weiß ich nicht. Aber den Geschmack kenne ich auf jeden Fall aus dem IKEA Adventskalender. Sehr lecker. Ganz nicht zu süß. Schon süß, aber nicht zu süß. Und diese Creme ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich kann dich nicht beschreiben, edel irgendwie. So ganz zart im Mund. Genau. So, hier hatte ich Klassik drin. Hier habe ich mir übrigens mal was draufgeklebt, damit ich jetzt weiß, was vorne ist. Und es geht weiter mit Plotter Marie. Und wir sind ja heute bei 17, das heißt heute ist dann das Projekt quasi komplett. Und dann gucke ich nachher mal, ob ich euch wieder einen Screenshot oder sowas mache von dem fertigen Produkt, was sie gemacht hat. Und wir schauen direkt nach, was es ist. Vielleicht noch ein Sublimationspapier. Fühlt sich an, ja. Noch eins und zwar nur blau. Das von gestern habe ich schon hinten auf den Tisch gelegt, aber ich hole mal kurz alle Sachen, die hier noch dazugehören, einmal noch mal kurz auf den Tisch. So, von Tüte 14 bis 17 habe ich gesammelt. Und da war drin als erstes dieses Tuch. Und dann war einmal drin Glitzer Mega Funkel mit einer Transferfolie, was schon sehr auf Sublimation schließen lässt. Also wenn ich die gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, damit reingepackt, um das noch nicht so vorwegzunehmen. Dann war dieses Sublimationspapier drin, dieses lilane mit den Kreisen und heute das. Genau, ja, und ich werde dann gucken, online, also das Video gucken und werde gucken, was sie damit gemacht hat und werde euch einen Screenshot davon machen und das dann jetzt hier irgendwo einfügen oder einmal als Vollbild machen, das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. So, und bevor wir zu Miss Fruchteis kommen, gehe ich wieder auf meinen Monitor, bevor ich es vergesse. Und wir fangen an mit Tante Plotter. Ja, finde ich heute ganz schön langweilig, muss ich sagen. Ich bin wirklich mega enttäuscht, dass da nicht keine. Na, sag schnell. Keine Lottas drin sind. Also ich habe mir erhofft, dass zumindest drei, vielleicht drei, vier Lotter-Dateien da drin sind. Aber bisher waren es halt ja eigentlich immer Dateien, die man halt fürs ganze Jahr so ein bisschen nutzen kann. So, es geht weiter mit Tintenrebell und das gefällt mir heute richtig gut, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr schön. Dieser schicke Anker, die Blümchen da drauf finde ich ein bisschen too much, aber auch niedlich. Schon niedlich, doch. Man muss ja diese Farbkleckse im Hintergrund nicht unbedingt nehmen. Man muss ja nicht unbedingt ein Pink nehmen, also ein richtiges knalliges Pink nehmen. Man kann ja auch einen schlichteren Farbton nehmen. Dann knallen sie vielleicht nicht mehr ganz so doll raus. Oder man lässt die Farbe dahinter ganz weg, obwohl das komisch ist, ne? Hinter den anderen Sachen Farbe und hinter den Blumen nicht. Ja, jeder so wie er es mag. Ich kann mir vorstellen, dass es viele auch gerade mögen, dass diese Rosen da so rausknallen. Ja, ich finde halt den Anker total schön. Okay, dann haben wir das auch und ich komme zu dem Geschenk von meiner Miss Fruchteis. Ja, und ich bin schon ein bisschen gespannt, weil es sind ja jetzt nur noch 2 Tage. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Frosch im Hals. So, ja, genau, ich bin schon gespannt, weil nur noch 2 Tage, dann ist der 19. Und dann hat sie was
ein bisschen Besondereres im Paket. Da bin ich gespannt. So. Er aber sprach, selig sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Lukas 11, 28. Ja, und hier braucht man nicht in einer anderen Übersetzung nachgucken. Das erklärt sich, glaube ich, gut von selbst und ist auch gut zu verstehen. Genau, also wenn wir, das Wort Gottes ist ja die Bibel, und wenn wir darauf hören, dann wird er uns bewahren. Genau. Ja, so ist das. Das Problem ist, dass wir durch Sünde von Gott getrennt sind. Und, Entschuldigung, in der Bibel steht, dass jeder ein Sünder ist. Und wenn man mal überlegt, was alles aufgezählt ist im Alten Testament, in den 10 Geboten, ich glaube nicht, dass ein Mensch von sich behaupten kann, dass er noch nie gegen einer dieser Sachen verstoßen hat. Ja, und man muss jetzt aber nicht verzweifeln darüber, weil eine ganz, ganz einfache Lösung für uns ganz einfach ist. Gott hat Jesus gesandt, um in den Riss zu treten für diese ganzen Sünden. Und das Einzige, was wir noch machen müssen, ist das Annehmen und daran glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für uns gestorben ist. Mehr brauchen wir nicht tun. Und schon sind wir erlöst. Genau. So einfach ist das. Okay, ihr Lieben, dann geht es weiter. Achso, ich habe vergessen, dass ich auch noch ein Päckchen habe. Nicht nur den Spruch, ne? Der Spruch ist ja schon schön, ist ja schon ein Geschenk eigentlich. Aber genau, wir haben ja auch noch das Bäumchen. Und ich mache kurz Pause und hole mir das Päckchen einmal her. So, ich habe das Bäumchen gefunden. Ja, es ist echt witzig. Am Anfang des Adventskalenders, da musste man immer noch so suchen und so kramen, wo die Päckchen sind. Und jetzt hat sich es halt schon so gelichtet, dass man eigentlich die Sachen schon umräumen könnte in einen kleineren Karton. Und man sie trotzdem noch leicht finden würde. So, ich taste hier ein bisschen und hier ist wieder eine Kinderschokolade. Das ertaste ich sofort. Hier könnte wieder sowas wie ein Bounty oder so sein. Hier könnte wieder so ein Riese drin sein. Könnte, weiß ich nicht. Oder ein anderes Schoki. Also ich glaube, hier sind heute verschiedene Schoki-Sachen drin. Machen wir es nicht so spannend. So. Na, jawohl, sage ich doch. Viele verschiedene Süßigkeiten. Hüftgold, ja, allerdings. Ich, wie gesagt, zu Weihnachten, ich komme gar nicht nach mit der ganzen Schokolade. Ich esse das gar nicht alles. Das, nee, das wäre mir zu viel Schoki. Das kriege ich nicht hin. Aber mein Mann freut sich. Darüber freut mein Mann sich auch. Das ist das Einzige an Süßigkeiten, was ich überhaupt nicht mag. Mars. Aber das kriegt mein Mann. Das kriegt er definitiv nicht. Das ist meins. Da weiß ich noch nicht. Und das kriegt er auch, weil ich habe nämlich hier noch eins, was vor ein paar Tagen da war. Also das kriegt auf jeden Fall mein Mann. Das ist noch ein Fragezeichen. Und das hier bleibt bei mir. Das kriege ich. Genau. So. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Und ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Genau. Ja, ich gucke gleich mal nach den Sachen hier. Und dann habe ich meins für heute auch erledigt. Das heißt nicht ganz. Ich muss nämlich heute noch ganz dringend Geschenke einpacken. Umso leerer der Karton wird, umso mehr läuten die Glocken in meinem Ohren, dass ich noch einiges zu tun habe. Und ich habe noch nicht ein einziges Geschenk eingepackt. Und ich warte auch noch auf Sachen von der Post und hoffe, dass die Tage jetzt ankommen. Sonst habe ich tatsächlich ein Problem. Aber ich denke mal, das kommt schon alles noch. Okay, ihr Lieben. Ja, wie gesagt, ich werde mich jetzt ans Schneiden und ans Rendern machen. Und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Genießt die Zeit und bis morgen. Tschüss.